ist so süß. Also heute ist ein sehr, sehr, sehr spezielles Päckchen hier angekommen. Ein ganz besonderes Päckchen von meiner Mama. Das hat sie mir geschickt. Und zwar, wie ihr in dem Foto hier auf dem Video schon gesehen habt, ist es eine Götzpuppe. Und die habe ich mir ganz, ganz doll gewünscht, schon lange. Und eigentlich dachte ich mir, dass ich mir eine holen werde, wenn ich wieder in Deutschland bin. Aber wer weiß, wann das sein wird mit den Flugticketpreisen. Die sind ja nicht gerade günstig nach Australien und Deutschland. Und dann hat meine Mama mir diese Puppe hier geschenkt. Und zwar ist die so besonders, weil das die Puppe von meiner Mama ist. Die hat meine Mama zu Weihnachten bekommen letztes Jahr von meinem Papa, weil meine Mama auch sehr gerne Puppen mag. Und zwar habe ich ihr von den Götzpuppen erzählt und dann hat sie sich eine gewünscht und hat für meine Nichten in Deutschland auch welche gekauft. Und dann hatten alle Götzpuppen. Und dann wollte sie sich einfach mal informieren, ob sie mir denn eine schicken kann, auch nach Australien und wie viel das kosten wird. Und dann hat sie ihre Puppe mitgenommen zur Post, um eben einen Kostenvoranschlag und so weiter zu bekommen, eine Preisvorstellung. Und dann hat sie sie einfach losgeschickt, hat ihre liebste Puppe hier einfach zu mir geschickt, weil mein Geburtstag am Ende des Monats ist. Hier die schönen Haare, schöne Pippi, ich mag ihr Gesichtsausdruck so gerne, die ist so süß und die Klamottchen sind auch so süß. Und das ist so besonders, weil die Puppe hat schon Weihnachten gefeiert mit meiner ganzen Familie letztes Jahr und hat alle schön ganz viel Liebe und Umarmung von meiner ganzen Familie bekommen. Und jetzt ist sie hier in Australien gelandet und darf bei uns wohnen. Und da bin ich ganz, ganz dankbar, dass sie jetzt hier ist. Und ich hoffe, mein Papa kauft meiner Mama noch eine Puppe. Oder sie holt sich selber eine. Das Lustige war, meine Mama und Papa haben, die wussten ja, dass ich eine Götzpuppe haben möchte, gerne zum Geburtstag. Und haben mir gesagt, ich darf mir eine aussuchen im Internet. Und dann habe ich mir eine ausgesucht. Und das war genau die gleiche, die meine Mama auch bekommen hatte. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das waren andere. Und dann habe ich die jetzt hier bekommen. Ich bin ganz dankbar. Und da ist auch ein Stoffkörper hier, ein flexibler Körper, ganz weich, schön weich. Und den Kopf kann man drehen und die Arme und Beine kann man auch bewegen. Und hier ist das kleine Götz-Label. Und sie ist ein bisschen größer als meine American Girl Puppen. Ich dachte, die wären die gleiche Größe. Das ist, fand ich ganz lustig, ganz interessant. Und jetzt kann sie die neue die Puppenfamilie hier treffen. Hallihallo, wir haben ein neues Mitglied in unserer Sammy-Familie. Hallihallo, wo möchtest du denn stehen oder sitzen? Auf der linken Seite oder auf der rechten Seite? Vielleicht ist auf der rechten Seite ein bisschen mehr Platz, da kannst du dich schön hinsetzen. Und sie braucht ja auch noch einen Namen, müssen wir uns noch einen aussuchen. Sie erinnert mich sehr, sehr an meine Nichten. Die sieht so sehr aus wie meine Nichten oder auch wie meine Mama, als meine Mama ein kleines Mädchen war. Vielleicht finden wir da einen schönen Namen, der gut passt. Ich glaube, sie fühlt sich ganz wohl. Die anderen sehen ganz glücklich aus und freuen sich, dass sie auch da ist. Vielleicht wird sie dann auch in Zukunft ein paar Sammy-Klamotten modeln, aber ich weiß es nicht, ob es auch passt, weil sie ein bisschen größer ist als die anderen Puppen, die ich sonst so mache. Aber jetzt bin ich so froh, dass sie hier ist. Oh, da kriegst du noch einen kleinen Kuschel-Kuschel hier. Und jetzt müssen wir uns erstmal kennenlernen und ein bisschen unterhalten damit und auch gucken, was sie so mag, damit sie sich hier auch wohlfühlen kann in unserem kleinen Sammy-Häuschen in Australien, wo es immer noch ziemlich warm ist. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mich doch wissen, ob ihr auch eine Götzpuppe habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!